Okay. So, genau. So, wer mit der Aufzeichnung hinterher übt, heute bin ich nicht alleine, beziehungsweise ich werde gleich auch verschwinden. Und hier neben mir, ach nee, das seht ihr nicht, ihr seht nur die Tine, glaube ich, in der Aufzeichnung. Ja, ist die Tine und die Tine übernimmt heute diese Einheit. Ich mache jetzt auch mal mein Video aus. Und Friederike, ihr könnt auch ausmachen. Ich habe übrigens das Video letztens, wo ihr sichtbar wart, wieder gelöscht, ne? Also falls ihr das gesehen habt. Das halt, ich weiß nicht, warum das nicht klappt. Genau, und schon mal vorab, wir machen heute eine Entspannungstechnik, wo wir uns gleich mit den Händen ins Gesicht fassen. Das heißt, wenn ihr euch nochmal die Hände waschen wollt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir haben noch so 2 Minütchen, bevor es losgeht. Bleiben wir eigentlich sitzen oder macht man es im Liegen auch irgendwie? Am besten ist im Sitzen, weil wir müssen uns gleich an die Arme greifen. Ihr könnt euch so hinsitzen, wie ihr mögt, sodass ihr noch an die Arme drankommt. Cool, super. Also Stuhl anlehnen, Meditationssitz ist alles okay. Im Liegen wird es ein bisschen, finde ich, schwierig mit dem Ja, Arme nee, greifen. klar, okay. Pass auf, ich schalte jetzt noch mal. Ich schalte noch mal alle stumm dadurch. Wohl sind eigentlich alle stumm. Ja, es macht sich ja auch keiner zwischendurch laut. Und dann würde ich auch sagen, können wir auch anfangen. Dann schalte ich mich auch aus. Und ich Okidoki, freue solange du mich. mich nicht ausschaltest, ist alles gut. Nee. Ja, hallo zusammen, ich bin Tina und ich freue mich, dass ich heute eine meiner Lieblingsentspannungstechniken mit euch teilen kann. Das Ganze nennt sich Havening, wie aus dem Englischen von Haven, sicherer Hafen. Und das ist eine Technik, die kommt ursprünglich aus der Traumatherapie, aber man kann das auch für sich selber anwenden. Das ist das, was wir heute machen werden. Und das ist echt super zum Entspannen und De-Stressen. Und ich benutze das seit ein paar Monaten jeden Abend vorm Einschlafen, um so mein Gehirn einmal quasi leer zu kehren. Oder wie Patanjali so schön sagt, Chitta Vritti Nirodha. Also im Prinzip wirklich das Gehirn ruhig stellen. Und ich finde, es gibt keine Technik, die so gut funktioniert wie das. Was wir damit machen, wir werden uns selber berühren, quasi sanft streicheln. Und dann werde ich dazu noch eine geführte Meditation machen. Und dann kommen auch noch Augenbewegungen dazu. Und ja, das Ganze ist sehr angenehm und das mit den Berührungen ist insbesondere gerade in dieser Zeit wirklich super, weil eigentlich brauchen wir als Menschen ja Berührungen, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich als Single wohne alleine, ich habe seit Monaten keinen mehr umarmt. So können wir uns zumindest selber umarmen. Das Ganze funktioniert am besten im Sitzen. Das heißt, komm in einen komfortablen Sitz. Ob du gerne im Meditationssitz sitzt oder auf dem Stuhl, im Schaukelstuhl, ist völlig egal. Wichtig ist halt nur, dass du an deine Oberarme drankommst. Und gut, ich gehe davon aus, an dein Gesicht kommst du sowieso dran. Wenn du dich in eine Decke einmummeln willst, mach das so, dass die Arme oben rausgucken, weil wenn die zu dick eingepackt sind, wird es auch ein bisschen schwierig. Und ich zeige euch zuerst die Berührungen. Und die Berührungen passieren an Stellen in den Oberarmen, im Gesicht und an den Handflächen. Und das sind halt Bereiche im Körper, wo Berührung sehr beruhigend wirkt. Und wir machen das automatisch, zum Beispiel, wenn wir gestresst sind. Zum Beispiel, stell dir vor, du siehst ein kleines Kind, was weint. Was machst du? Du gehst hin und du greifst um die Oberarme und sagst, hey, was ist denn los? Und dann umarmst du es und du streichst ihn vielleicht über die Arme, über den Rücken. Vielleicht streichst du ihm auch die Haare aus dem Gesicht und wischst die Tränen weg. Und das sind im Prinzip so die Bewegungen, die wir hier auch einbauen. Für die erste Bewegung, kreuz deine Arme. Und greif den jeweils gegenüberliegenden Arm und dann streich ganz sanft von der Schulter Richtung Ellenbogen. Und du kannst hier entscheiden, ob du es super sanft haben willst, sodass es fast kitzelt, oder ob du ein kleines bisschen mehr Druck geben willst. Wichtig ist, dass sich das Ganze für dich angenehm anfühlt. Das ist die grundlegende Bewegung vom Havening. Du kannst im Prinzip die ganze Zeit nur das hier machen. Du kannst aber auch die anderen 3 Bewegungen, die ich dir gleich zeigen werde, noch mit dazu nehmen. Die zweite Bewegung ist quasi, sich über die Stirn zu streichen mit der flachen Hand von der Mitte nach außen Richtung Ohren. Und auch hier hast du es in der Hand, ob du ganz leicht streichen möchtest oder ein bisschen Druck geben möchtest.
Ich mag es gerne auch so, die Augenbrauen mitzunehmen. Da sind nämlich auch noch Punkte, die sehr beruhigend wirken. Und wo du deine Ellenbogen packst, ob hier weiter draußen oder ob du sie einfach hängen lässt und auf der Brust ablegst, ist im Prinzip völlig egal. Mach so, wie es für dich angenehm ist. Gut. Und die nächste Bewegung ist unter den Augen, von der Nasenwurzel über die Wangenknochen nach außen. Und mich erinnert das so ein bisschen an so Tagescreme auftragen. Gut. Und für die letzte Bewegung, nimm die Handflächen zusammen, als wenn du hier in Namaste gehen wolltest. Dann entspann aber die Ellenbogen und reib die Handflächen aneinander, sodass du von den Fingerspitzen bis zum Handgelenk die Handflächen aneinander streichen kannst. Und ich finde das ganz angenehm, das hat auch so einen netten Rhythmus. Man kann da so ein bisschen mitschunkeln, wenn sich das gut anfühlt. Und vielleicht habt ihr auch schon mal jemanden gesehen, der nervös ist und sich so ein bisschen die Hände reibt zur Beruhigung. Daher kommt der Ausdruck händeringend. Und das sind auch schon alle vier Bewegungen, alle vier Berührungen, die wir heute benutzen. Wir machen jetzt quasi nochmal eine Runde, alle hintereinander weg. Und es ist dabei relativ egal, wie oft ihr eine Bewegung wiederholt. Wir gehen wieder zu den Armen, von der Schulter zum Ellenbogen. Wie gesagt, ihr könnt die ganze Zeit hier bleiben oder euch eine der vier Bewegungen raussuchen. Ich mache es ungefähr 5 bis 6 und dann wechseln wir. Also dann zur Stirn. Und unter den Augen, über die Wangenknochen. Und die Hände. Gut. Noch ein Durchgang. Arme. Stirn. Und am Auge. Und gleich, wenn wir die Visualisierung, die Meditation mit dazu nehmen, dann sage ich nicht mehr an, wann ihr wechseln sollt, weil das den Fluss der Meditation unterbrechen würde. Hände. Da wechselt selber oder sucht euch die eine Bewegung aus, die euch am besten tut. Gut. Und dann stoppt die Bewegung und schließt die Augen. Und überlege, hast du irgendwie konkret eine stressige Situation? Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Gesundheit. Vielleicht machst du dir Sorgen um deinen Job. Vielleicht weißt du nicht, wie das jetzt Weihnachten alles werden soll. Was es auch ist, wenn du so eine Situation oder so ein Gefühl hast, fokussiere da nochmal drauf. Denn es ist am einfachsten, diese Emotionen zu klären, wenn das Gehirn die Datei quasi gerade offen hat. Wenn du kein stressiges Erlebnis hattest diese Woche, kannst du gucken, ob du irgendwo Spannung im Körper spürst und dich darauf fokussieren. Wenn du aber von Julias Yogastunde schon so entspannt bist, dass du weder noch hast, ist kein Problem. Wie gesagt, ich mache das meistens abends einfach ohne konkreten Anlass. Gut, und dann mit geschlossenen Augen startet das Streichen der Arme. Und stell dir vor, du stehst in einer strahlend hellen Dusche, in einer weißen Wanne und von oben kommt so kristallklares Wasser mit der perfekten Temperatur. Und lass das Wasser so über deinen Kopf, über die Haare laufen, deinen Rücken, den ganzen Oberkörper runter, die Beine. Bis in die Wanne und in den Ausguss.
Jetzt stell dir vor, das Wasser spült die ganzen negativen Gedanken, Gefühle, die in deinem Kopf rumschwirren, einfach runter. Vielleicht kannst du dir das vorstellen, dass das Wasser dann so ein bisschen schlammig ist, wenn es diese ganzen negativen Gedanken mitnimmt. Oder vielleicht ist es dunkel oder hat eine Farbe. Sieh, wie es so in der Wanne rumstrudelt und dann schlussendlich im Abfluss verschwindet. Und lass das warme Wasser so lange weiterlaufen, bis das, was im Abfluss verschwindet, auch klar ist. Gut. Jetzt machen wir einen kleinen Szenenwechsel. Stell dir vor, du bist am Strand. Einen wunderschönen Strand. Und es kann einer sein, wo du selber schon mal warst. Oder vielleicht hast du ein Bild im Kopf, irgendwie aus einer Zeitung oder aus dem Fernsehen. Sieh das Meer. Sieh den blauen Himmel. Spür den Sand zwischen deinen Zehen. Hör das Rauschen der Wellen. Spür die Sonne und eine leichte Brise auf deiner Haut. Und wir machen jetzt einen Spaziergang und wir zählen dabei unsere Schritte. Das funktioniert am besten, wenn du laut mitzählst, aber du kannst es auch einfach im Kopf mitzählen, falls du irgendwen hast, den das stören könnte. Also, los geht's. Lauf los und wir zählen eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Schau auf deine Füße, während du läufst. Elf, zwölf, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und jetzt öffne deine Augen und schau mit dem Kopf gerade nach vorne. Lass den Kopf, wo er ist. Und jetzt bewegen wir nur die Augen von rechts nach links. Und du kannst meinem Finger folgen. Nach rechts. Ich hoffe, das haut hin mit der Richtung. Und langsam rüber nach links. Also der Kopf bleibt mittig, aber die Augen bewegen sich von rechts nach links. Und geh ruhig so weit rüber, wie es geht mit den Augen, auch wenn das jenseits des Bildschirms für dich ist. Und zurück zur Mitte. Schließ die Augen wieder und beginn das Streichen auf den Armen. Wir machen noch einen kleinen Spaziergang, aber diesmal in einem wunderschönen Herbstwald. Also stell dir vor, du stehst auf einem Waldweg und um dich herum sind lauter Laubbäume in den wunderbarsten Herbstfarben. Da ist Gelb, Gold, Rot, Orange. Vielleicht siehst du am Wegesrand noch Farne oder Pilze. Sieh, wie die Sonne durch das Blätterdach lugt. Vielleicht hörst du die Vögel singen. Und vielleicht gibt es noch Tiere. Vielleicht flitzt ein Eichhörnchen den Baum rauf. Und wir machen wieder unseren Spaziergang und wir zählen unsere Schritte. Das heißt, in Gedanken schau auf deine Füße, sieh sie, wie auf dem blätterbelegten Weg sind. Und wir laufen los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn, elf,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und dann stopp die Bewegung wieder, öffne die Augen und wir bewegen nochmal die Augen mit dem Gesicht gerade nach vorne ausgerichtet. Folge nur mit den Augen meinem Finger rüber nach rechts und langsam rüber nach links. Hin und her. Und zur Mitte. Und dann schließe die Augen. Und du kannst die Hände einfach in deinem Schoß ablegen. Spür, wie du dich jetzt fühlst. Und wenn du nochmal an deine stressige Situation denkst, ist sie vielleicht etwas weniger intensiv geworden. Es kann durchaus sein, dass du sogar Probleme hast, dich daran zu erinnern, was dich gerade eben noch so aufgeregt hat. Wenn du noch emotionale Ladung übrig hast, dann kannst du im Prinzip den Prozess wiederholen, bis alles weg ist. Für jetzt genieße noch 5 Minuten die Stille. So, ich kann erst in 5 Minuten. Danke. Sorry für die Unterbrechung. Ein paar Minuten Stille hoffentlich.
Vertiefe langsam deinen Atem wieder etwas. Komm zurück ins Hier und Jetzt. Und dann öffne die Augen. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid jetzt genauso schön entspannt wie ich. Und falls ihr nochmal mit mir üben wollt, ihr kriegt auch noch die Aufzeichnung. Namaste. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Dankeschön, liebe Tine. Du machst ja noch in 2 Wochen, ne? Nee, 2 Wochen, genau. Doch, in 2 Wochen, genau. Was machst du da? Da mache ich eine kleine Meditation als Reise durch unsere Sinne. Durch unsere Sinne, sehr gut. Heute in 2 Wochen. Ja. Morgen früh, wenn ihr morgen früh mitmacht, machen wir ausnahmsweise eine halbe Stunde statt 20 Minuten. Nur, dass ihr euch darauf einstellt. Alles klar, dann habt noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Tine. Bis bald. Danke euch. Bis bald. Tschüss. Dankeschön.